Ja, und herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung. Ihr hört schon im Hintergrund starke Motorengeräusche. Es geht ja nur um einen Kipper-Anhänger, je nachdem wie man das jetzt mal nennen kann. Üben den KW Crew Radium 50 Grün. Hier ist ein schöner Häckselwagen F mittelgroße Betriebe, für mittelgroße Betriebe soll das gegebenenfalls heißen. Der Wagen ist mit einer Kugelkopf-Anhängung ausgestattet, diese sorgt für besseren Fahrkomfort. Credit lese ich jetzt nicht vor. So, Kosten 41.000. Ich habe das Ding mal hier angespeist. Da ist der Häcksler und da ist das Weizen und da ist mein Trecker. So, wollen wir mal kurz anfangen. Muss ich noch dazu sagen, da der Häcksler-Anhänger hat Moment über die hat er eine sogenannte Arbeitspflicht inne. Ich mag mal stark anzuzweifeln, wenn das real auch so ist, aber gut, egal. Über die Maustasten können wir hier diese Klappe vorne öffnen, ja, und schließen. Dauert zwar etwas, aber es funktioniert. Leer ist der Anhänger von der Fahrphysik her nicht gerade. Ihr seht hier die gelbe Stange. Ich steig mal kurz aus. Hier die gelbe Stange guckt raus. Das ist nicht gerade schön. Und allgemein von der Fahrphysik her, also ich bin jetzt ja bei 60. Er schwankt, aber nicht nur bei 60. Auch schon hier bei 10 km/h ist schwankt der ganze Spaß. Also gerade das mit der gelben Stange, das kommt jetzt gerade noch nicht drauf, wie sie hier ist. Früher Morgen, Leute, sieht ziemlich scheiße aus. Da schon mal den ersten Kritikpunkt. Nun egal, wir testen mal. So. Das läuft ja einigermaßen. Obwohl ich sagen muss, die Animation doch gerade mal von hinten mag jetzt schleichen. Ich drehe dabei mal hier um. Und mein Kollege dreht Mario. Dann machen wir mal recht fröhlich weiter. Dementsprechend mein Kollege kommt hier noch her. Das dauert immer so eine Weile. So. Lass mal kurz hier herschalten, damit das so mal klappt. So, jetzt hätten wir so schon mal etwas aufgesackt. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, kann man es auch abladen? Dann sehen wir uns nämlich gleich wieder an der Kuhweide. So, an der Kuhweide angekommen, beziehungsweise am Silo Kuh zum Auskippen, da schauen wir jetzt nochmal genauer hin. Ja, okay, es lädt auf jeden Fall ab, geht auch ziemlich schnell. Daher kann ich nochmal kurz was zusammenfassen. Also, die Fahrphysik gefällt mir nicht so ganz. Er kippt nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten, auch bei niedrigen. Dann besonders hier mit der Rotorenstange, je nachdem wie das heißt, sieht scheiße aus, müsste gefixt werden. Man sieht hinten, die Räder bewegen sich mit, das also lenken in dem Sinne mit, alles vollkommen in Ordnung. Und von der Textur her habe ich jetzt eigentlich größtenteils nichts auszusetzen. Ist nicht verpixelt, Kennzeichen sieht gut aus, sogar grün, also wie sich's gehört. Ja, aber auf jeden Fall nochmal verbesserungswürdig auf eine V2, das sage ich auf jeden Fall. Falls ihr euch den Mod downloaden wollt, Link in der Beschreibung. Vor Verhören aufkommt, es sind mehrere DL-Links, den Anhänger gibt es in mehreren Formen. Ich würde zwar dem Modder vorschlagen, den ganzen DLs rauszuhauen, das Ganze in Insta packen und dann bei Uploaded oder sonst wo hochzuladen. Das ist eindeutig, userfreundlicher, nenne ich es mal so, weil nicht jeder hat Uploaded Premium, gerade nicht in diesem Modderbereich, und wenn ihr
unbedingt wollt, mit eure Mods gedownloadet werden, dann auch bitte so anbieten, mit teilweise freundlich ist, ja? Und nicht da 5 MB Ports dreimal splitten, na. Gut, das war's mit meiner Mod-Vorstellung. Ich trinke Rios Energy und ihr seid beim nächsten Video dabei. Haut rein!